Herr Professor Perker, seit über 40 Jahren gibt es Erfahrungen mit dem Werkstoff Keramik in der Hüftendoprothetik. Welche Langzeitwirkungen sind zu beobachten? Also Keramik ist zweifellos ein sehr, sehr guter Werkstoff, ein sehr, sehr wichtiger Werkstoff. Wir haben inzwischen Erfahrung, dass Keramik, hier beziehen wir uns ja vor allen Dingen auf die Gleitpaarung gegenüber den anderen verwendeten Materialien wie Chrom, Kobalt, also Metallen, überlegen ist. Keramik ist biologisch inert, wie wir sagen, also es findet keine Reaktion auf diese Keramikabriebpartikel statt. Der Abrieb ist deutlich geringer und alle Langzeitdaten, die wir haben, zeigen eine deutliche Überlegenheit in den Registern, die zur Verfügung stehen. Inzwischen baut man ja die vierte Generation von Keramikprothesen ein. Was ist da deutlich noch mal besser als vor 40 Jahren? Also die größte Schwäche, wenn man so will, des Werkstoffs Keramik war bisher, dass es eben ein Bruchrisiko gab. Und dieses Bruchrisiko konnte man durch eine Modifikation der Keramik deutlich noch einmal reduzieren. Wir sprechen heute von einem Bruchrisiko bei Keramikköpfen von etwa 1 zu 100.000. Bei den Pfannen, wenn sie korrekt positioniert sind, etwa von 1 zu 10.000. Also deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Bruch der Metallteile kommt. Es gibt ja verschiedene nachweisliche Überlegenheitsparameter des Werkstoffes Keramik. Warum werden überhaupt noch andere Prothesen eingebaut? Es gibt tatsächlich noch mehr Parameter, die für eine Überlegenheit der Keramik sprechen. Eines ist, dass in allen Registern im Moment eine niedrigere Infektionsrate gezeigt wird, wenn Keramik zu Keramik verwendet wird. Wir können auch größere Köpfe verwenden, sodass die Gefahr, dass die Hüfte ausrenkt, geringer wird. Aber natürlich hat jedes gute Material auch einen Nachteil. Und das ist natürlich der Preis, der deutlich höher ist als für die üblicherweise verwendeten Chrom-Kobalt-Köpfe. Na gut, also wenn ich mich jetzt in den Patienten hineinversetze, sollte ihm das herzlich egal sein. Ich weiß, dass in Deutschland im internationalen Vergleich weniger Keramik eingesetzt wird als in anderen Ländern. Wird sich das demnächst dann mal ändern? Also wir setzen in Deutschland deutlich weniger Keramik zu Keramik ein als in anderen Ländern. Relativ viele Keramikköpfe, zum Beispiel deutlich mehr als in den USA. Aber es ist ganz klar, es ist ein Preisproblem, dem wir uns alle stellen müssen. Die Erstattung durch die Krankenkasse ist bei einer solchen Operation eben immer gleich, egal welches Material, welche Prothese wir verwenden. Es gilt also hier, die Selektion der Patienten sorgfältig vorzunehmen. Das heißt, vor allem bei jüngeren Patienten den Vorteil, den das Material Keramik gibt, auszunutzen, um hier langfristig auf der sicheren Seite zu sein. Sicherlich wird man bei älteren Patienten, wie wir das definieren, das ist eben Frage der Diskussion, eher das Material Chrom-Kobalt schon aus ökonomischen Gründen weiterhin vorhalten. Muss man bei der Kostenfrage nicht auch spätere Komplikationen mit einberechnen? Das ist völlig richtig, aber diese makroökonomische Betrachtung ist natürlich unwahrscheinlich schwierig anzustellen und spielt natürlich für das einzelne Krankenhaus weniger eine Rolle. Was wir ja sehen, ist, dass in Ländern wie in Südkorea oder auch in Italien, wo der der Kostenpreis für eine Prothese deutlich höher ist, natürlich auch höherwertige Materialien in einem höheren Prozentsatz verwendet werden. Das ist natürlich jetzt eine politische Diskussion, die man irgendwann führen muss, welche Möglichkeiten gibt es, enden wir beispielsweise so wie in der Zahnmedizin, dass hier Zuzahlungen erforderlich sind oder Ähnliches. Okay, also Luft nach oben und weiterer Diskussionsbedarf. Luft nach oben gibt es immer. Vielen Dank.